So, liebe Freunde, da sind wir wieder beim Let's Play von Unreal Tournament 3, die herrliche Kampagne. Und jetzt haben wir endlich mal andere, ja, ich sag mal andere Level, wenn man das so nennen will, vor uns. Andere Aufgabengebiete. Nämlich ein Team Deathmatch, wo wir jetzt ja schon bekannt dafür sind, dass wir bis jetzt nur Capture the Flag und Warfare. Komm, ich meine, gegen Warfare habe ich nichts. Warfare ist eine ganz feine Sache. Aber das Capture the Flag ging mir eigentlich schon relativ ganz gut auf den Piss, würde ich sagen. Und jetzt bin ich mal froh, dass mir was anderes gibt. Und hier wieder meine Lieblingswaffe und ein bisschen Lebensenergie. Weil Lebensenergie ist immer gut. Dann haben wir da noch ein bisschen Panzerung, die wir uns nehmen. Munition! Lebensenergie! Und ich höre doch schon wieder irgendwelche Schüsse im Hintergrund. Und keine Action ohne mich. Und jetzt ist keiner da. Aber das boah, ist das ein Detailreichtum? Ein Detailreichtum. Da ist der Schild. Ein Detailreichtum, allererste Güte, wollte ich sagen. Und da sind meine Teamkumpane, schließe ich mich einfach mal an. Oh, und dann wollen wir mal sehen, was uns hier erwartet. Nein, ich finde immer noch die Flag. Aber wir gehen halt die Action. Ah, ganze Action ohne mich ab. Das finde ich aber doof. Das finde ich doof. Doof, 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 doof. Ich will auch schießen. Vernichten, zerstören. Ja, so eine große Map und eine 4 gegen 4. Bescheuert, ey. Wo läuft denn da hier? Ah! Bin nicht so rum hier! Na also. Andere Lümmel. Wo ist der hin? Wo ist der Lümmel? Wo ist er hin? Wo ist der? Da also. Mann, Mann, Mann. Habt ihr euch jetzt so gedacht hier, ne? Hallo, da ist doch der nächste Kill. Hallo, hallo, zack und... Also sind jetzt hier! Also. Mann, Mann, Mann. Wo war denn jetzt die Lebensenergie? Wo war denn jetzt die Lebensenergie? Ich laufe einfach... ich laufe einfach ein bisschen rum, bis ich Lebensenergie finde. Und das habe ich jetzt hier gefunden. La 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 la, da sehe ich was Blaues. Da sehe ich was Blaues. Ich kann gar nichts schießen. Zack. Schüsse, bam, direkt 2 hier. Rampage! Das ist doch schön. Ja, schön, dass du overrun wirst. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wo du bist. Wir hätten ja 2 Schüsse schnell hintereinander abgeben können. Egal, er ist Grütze. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. 36 zu 24, das ist auch schön. Haben wir nur noch 14 Kills vor uns. 14 Kills, 14 Kills. Das würde ich ja gerne machen, wenn nur irgendjemand wäre. La 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 Schildgürtel. Und das dumme Bio-Rifle. Also, wenn irgendjemand mit dem Bio-Rifle umgehen kann, da soll er mal bitte sagen. Und das ist doch echt totaler Blödsinn, das Ding. Kann mir keiner erzählen. Kann mir keiner erzählen, dass das sinnvoll ist. 38, 29. Die holen auf, Freunde. Die holen auf. Das kann nicht sein hier. 10 Kills remain. Ja, 10 Kills. 10 zu 20, Unterschied. Wenn irgendwelche Gegner hier da mal wären, dann würde ich die auch beharken. Aber wo keine sind, muss was. Oh, was? Da haben die gerade 2 Kills gemacht. Ich werd bescheuert, ey. Boah, und ich laufe hier am Arsch der Welt rum und niemand ist irgendwo da. Da läuft noch der rum. Da laufen noch 2 rum. Freunde, so geht das. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da habt ihr auch schon wieder was gesehen. Blackmaster, ja, toll. Mist. Ich sage, da laufe ich irgendwo rum wie ein, wie ein Eumel und keiner da, um mir irgendwie Backup zu geben. Aber lassen sich da abknallen, jede Menge. Ja, schön, dass ihr Backup braucht. Ich würde es auch Backup brauchen hier. Zack. Iron Guard Reinforcement Card unlocked. Wir haben das Match gewonnen. Team Deathmatch. Und wir stürzen uns, glaube ich, direkt in das nächste, weil die andere Karte, die man auswählen konnte, war nämlich auch eine Team Deathmatch. Und ich wäre kein Abakel, wenn ich Team Deathmatch nicht begrüßen würde. Ah, nämlich Details, Capture. Was? Wie jetzt?
Was? Aber. Oh nee! Oh, Capture the Flag! Oh, was hab ich denn für Karten? Reinforce your squad with 2 soldiers from the Iron Guard. Ja, schön! Nehmen wir doch mal. Und ja, uns bleibt nichts anderes übrig, weil wir haben keine Mission zum Auswählen. Ja. Ja, Select Card will ich ja. Nein, doch. Nein, ich will die machen. Ich will die selecten. So. Schon wieder Capture the Flag. Nein, das ist diese Map. Nein. 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 Oh, ich hasse diese Map. Oh nein, das war diese Map, die so ellenlang, wo ich glaube ich mehr als 2 Parts oder so drauf verschwendet habe. Oh nein. Oh, ist das eine Kacke. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, da ist wieder die, da ist wieder da. Oh nee. Willkommen bei, wir finden den Weg. Willkommen bei versuchen, den Weg zu finden. Ich weiß auf jeden Fall noch, man konnte ihn. Oh ja, super. Die kommen erstmal schön mit zig Fahrzeugen in die Ecke. Und wir machen einfach mal gar nichts. Wir sitzen in unserer Base hier rum und machen einfach mal nichts. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Das fängt ja schon super an. Das fängt ja schon echt super an. Ah, das macht mir so eine Freude. Hallo. Hallo, darf ich sie umbringen? Danke. Was hast du denn jetzt da gemacht? Nein, 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 geh weg. Ja, geh weg. Tschüss. Hallo. Hallo, was machen wollen? Ja, super. Shield Bell komplett weggeballert. Lebensenergie auch komplett weggeballert. Herrlich. Oh, ist doch schön. Da freut man sich doch. So, hier ging es nämlich hoch. Und wenn ich hier irgendwo Lebensenergie finden würde, fände ich es gut. Ich will so schnell wie möglich diese dämliche Map hinter mich bringen. Na, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Da muss ich nicht durch. So schnell wie möglich diese blöde Map hinter mich bringen, weil ich habe echt keine... Oh, nö. Sag mal, warum hocken die denn da zu 50st oder was da, ey? Oh, Mann, ey. Oh. Oh, wie ich keinen Bock auf diese Map hab, ne? Oh, nee. Da hocken die da schön. Da kommt ich um die Ecke, da hocken die da zu Hunderten hocken die dann da auf der Stelle rum. Und meine Bot-Freunde, die keine Ahnung, was die gemacht haben, hocken sich irgendwo... keine Ahnung was. Wie sind die denn alle? Ah! Super, ey. Ja, der Goliath ist immer von denen. Ganz toll. Da kannst du vielleicht auch mal das Zeitliche segnen. Na super, der Panzer in der Mitte ist von denen. Ja, toll, der Wurst. Ja, da kommt der nächste. Danke! La 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 la, man merkt, wie ich das Level liebe. Und warum zum Geier? Ich hatte 2 Deathmatch, Team Deathmatch zur Auswahl. Warum zum Geier? Muss ich jetzt wieder diese beschissene Capture the Flag hier, die eine der beschissensten Maps überhaupt, in meinem Ermessen, nehmen. Oh, das ist echt nicht schön, ey. Das kann echt nicht von guten Dingen zugehen. Ah, was war das denn? Ja, Redeemer. Ja, genau, ein Redeemer. Und in derselben Sekunde returnt ja noch irgendein Eumel da die Flagge von den Blauen. Ist klar. Wenn ich einen Redeemer feuer, dann brennt die Hütte. Warum reg ich mich eigentlich auf? Dann brennt hier die Hütte, wenn ich einen Redeemer abfeuer. Aber da, ja, nö, da kommen doch mal jetzt hier noch die Flag von den anderen jetzt zurück. Nee, ist klar. Boah, ich hasse diese Map, ey. Warum muss ich denn jetzt nochmal spielen, ey? Oh, ich hab die doch schon gespielt. Ich hasse sie. Ich hab doch das Level geschafft. Ja, da kommen wieder die ganzen Panzer von denen wieder. Ist klar und so. Ist klar und so. Ist alles logisch. Alles klar. Alles gut. Hm.
Blue flag returned. I need some backup. Ja, ich würde dir gerne Backup geben, wenn ich eine Ahnung hätte, wo wir überhaupt sind hier. So, ich glaube, hier sind wir unglaublich unten in der gegnerischen. Ah, Jump Pads. Jump Pads sind nicht meine Freunde. Ja. Ah, da oben. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache, aber ich muss einfach mal die Flagge. Und werde dabei scheitern wahrscheinlich, genau. Ja. Warum steht denn das ständig einer bei uns da rum und ich frage jetzt gar nicht. Ich frage jetzt gar nicht, da steht ein Fahrzeug von uns rum. Ja, Blue Flag returned. Ah, da wollte man ein schnelles Deathmatch spielen noch und was ist? Nein, du spielst jetzt nochmal die Idiotenkarte, die du sowieso schon so kacke fandest. Aber nein, das ist alles gut. Sind das eigentlich alles diese komischen Viecher aus dem Vorspann? Würde ich in der Story zuhören, würde es vielleicht ein kleines Quäntchen Sinn ergeben. Aber hey, das ist Unreal Tournament. Was für einen geschichtlichen Tiefgang erwartet ihr? Wir alle. Wir versuchen uns wieder auf dieselbe Stelle. Müssen wir da hoch und da durch. Und da sind wir vorbeigefahren. Da müssen wir nämlich hoch. Balgt ihr euch mal schön in der Mitte alle. Ich mit der Flagge. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt den ganzen Tag. Aber ich mach hier mal den Sack zu. Das war mir so klar. Ja, da kommen die mit 100.000 Leuten an. Ist klar hier, ey. Oh Mann, ey. Da komme ich da raus. Da steht ihr schon mit 5.000 Leuten, ey. Ist klar, ey. Ja. Was spawnen die da eigentlich, immer wenn ich die Flagge mir hole? Wahrscheinlich, ey. Boah, das gibt jetzt aber einen Piss jetzt hier, ey. Mann. Und ich sehe auf die Uhrzeit, wir müssen schon wieder einen neuen Part machen. Ja, schön, Heading for the Shield Belt. Super, Tante. Hammer, da hast du richtig was von. So, ich bin auf dem Weg in die feindliche Basis. Wir machen an dieser Stelle mal eine kurze Pause. Was wollte ich sagen? Genau. Wenn euch das Let's Play gefallen hat von Unreal Tournament 3 mit eurem Abackeln, dann bitte kommentieren, abonnieren, gut bewerten. Bis zum nächsten Mal.